So, Guillermo, ich hatte gebeten, dass ihr beide mir was mitbringt aus der Vergangenheit. Hier ist sozusagen die Zeitreisen-Gepäckaufgabe. Hast du was dabei? Ja. Wunderbar, her damit. Das ist ein bisschen komisch. Ist so groß wie ein Schuh. Ist auch ein Schuh? Sieht aus wie ein Schuh. Riecht auch wie ein Schuh. Leider riecht es auch wie ein Schuh. Genau, ich habe einen alten Schack mit. Und zwar, was dazu erzählen oder was? Ja, gerne. Ach so, ja, das ist einfach ein Schuh, den ich schon immer trage und immer tragen werde. Und genau, erinnert mich an meine Jugend. Ja. Okay, mit dem hast du schon wesentliche Fußballspiele bestritten. Ist genau. Auch nur noch einer? Nee, der andere ist zu Hause. Der andere war zu viel Reisegepäck für heute. Du bist in Bolivien geboren. Ja. Bist dann aber irgendwann mit 3 Jahren schon nach Deutschland gekommen. Genau. Wie viel Bolivianer steckt jetzt noch in dir? Boah, ich denke mal, sehr viel, also sehr, sehr viel. Ich bin da 2 Jahre aufgewachsen, aber ja. Woher kommt dann? Also bist du jetzt noch musikalisch auch von Bolivien geprägt oder bist du da oft? Oder? Ich war dieses Jahr einmal da, 3 Wochen, genau. Und musikalisch bin ich eigentlich nicht geprägt. Meine Eltern haben mich immer gefoltert, eigentlich mit bolivianischer Musik. Okay. Ja. Falls du dich nicht dafür erwärmen können. Nee. Vielleicht kommt es nochmal irgendwann. Und auf Spanisch singen hast du mal versucht? Ja, einen Song kann ich, glaube ich. Okay, ja. Hören wir den heute? Nein. Okay. No. Du bist ja erstmal in Moers zur Schule gegangen und hast dann unterbrochen und hast dann in Münster weitergemacht. Genau, ich bin dann nach Münster gezogen und habe dann da die Schule weitergemacht. Und warum diese Unterbrechung? Da hast du deine Lehr- und Wanderjahre gemacht, du hast eine Lehre gemacht oder da hast eine Ausbildung oder als Teppichverkäufer gearbeitet. Ach so, das war ganz früher, ja. Einfach um Geld zu verdienen während der Schulzeit. Okay, genau. Und in dieser Pause, wonach hast du da gesucht? Zwischen? Boah, ich weiß nicht, ich wusste da irgendwie nicht weiter und war auch eine komische Situation, alles glaube ich. Und dann bin ich einfach mal raus aus Moers. Ja.